und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal möchte ich mit dir ein Tee aus Sardis und Ingwertee herstellen. Ich bin Mr. Workaholic und bevor es losgeht, möchte ich dich bitten, einmal unten auf den Abo-Button zu drücken und die Glocke zu aktivieren. Außerdem würde ich mich darauf freuen. Kommen wir jetzt zu unserem Dessert. Einmal beiseite alles und bevor es losgeht, denk dran, Hände waschen. Immer wenn du ein Dessert oder eine Speise anrichtest, erstmal zuerst Finger waschen. Ich habe dies schon getan und ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel meinen Ingwertee inzwischen mehr als 10 Minuten ziehen lassen. Normalerweise lässt man Tee 3 bis 5 Minuten ziehen, bevor dieser schmeckt. Ich möchte aber, dass mein Teegeschmack hier sehr viel intensiver wird. Wenn man mal dran riecht, sehr, sehr lecker. Jetzt nehme ich den Beutel aber raus, lege ihn beiseite. Und komme zu meinen Physalis. Physalis kleben erstmal, wenn man sie erntet. Deswegen müssen auch diese gut gewaschen werden. Und ich habe hier die meisten meiner Physalis schon mal halbiert. Denn ich möchte, dass der Saft, den die Physalis haben, sich mit meinem Tee verbindet. Jetzt zu meinen Materialien. Ich habe natürlich mein Teerglas, ein Messer, damit musste ich ja teilen, Schneidebrett und ein Teelöffel. Außerdem habe ich Zucker am Start. Gebe nun so viele Physalis in meine Dessertschale, wie ich nachher essen mag. Dürfen ruhig ordentlich viele sein. Ich habe ja genug davon eingekauft. So, ja, komm. Ja. Und der Geruch der Physalis, der breitet sich jetzt schon aus. Oh, lecker. Ich habe schon Bock, jetzt was wegzunaschen, aber dann ist es ja nachher nicht mehr für mein Dessert da. Weil ich ein Mensch bin, der Süßes gerne mag, nehme ich jetzt hier noch so einen Teelöffel Zucker dazu. Man könnte aber auch darauf verzichten, denn die Physalis hat schon alleine ziemlich viel Fruchtzucker. Also wer Raffinadezucker nicht so mag, dann bitte lass ihn einfach weg. So, jetzt kommt schon mein Ingwertee hinzu. Den löffle ich jetzt einfach auch über meine Physalis. Ich mache das so, als wenn ich einen Aufguss übergießen würde. Dabei übergieße ich hauptsächlich den Zucker. Denn wie man ja weiß, löst sich Zucker in Flüssigkeit relativ schnell auf. Und ich möchte ja, dass sich Zucker zusammen mit meinem Ingwertee mit dem Saft der Physalis verbindet. So, mein Dessertglas ist jetzt zur Hälfte gefüllt und ich hebe alles noch mal ein bisschen unter. Dabei hört man so ein bisschen, wie die Zuckerkristalle, die noch nicht aufgelöst sind, am Glas kratzen. Sobald man hier nichts mehr hört, haben sich die meisten Kristalle aufgelöst. Das Ganze hier lasse ich jetzt nochmal für 15 bis 20 Minuten lang ziehen. Wer mag, kann das dazu gerne kalt stellen. Du kannst es aber auch genauso gut draußen ziehen lassen. Ist völlig egal und irrelevant. Das ist auch schon alles. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Ich danke dir fürs Zusehen und wünsche dir guten Appetit.